Hallöle Leute und herzlich willkommen zurück hier bei der weißen Edition in Marea City. Was mit dir? Hey, wer bist du denn? Hey, warum ich hier rumlungere? Weil ich Lust drauf habe, deshalb. Ach ja, und wenn du eins meiner Pokémon-Surfer beherrschen würde, dann könnte ich ganz gemütlich übers Wasser gleiten, aber meins kann das genauso wenig wie deins, also hast du genauso Pech gehabt, tja. Tja, na gut, wenn er schon Tja sagt, dann kann ich dagegen auch nichts machen. Ob sie nun im Kampf du Blitz einsetzt oder Sturmbild, alle Pokémon haben ihren eigenen Willen. Sie kommen und gehen, wie es ihnen gerade gefällt. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Pokémon Blitz oder Sturmböen benutzen können, aber so grundsätzlich ist das schon richtig. Es gibt auch sehr, sehr viele Pokémon, nicht? Und je nach Art können sie unterschiedliche Attacken lernen, oder eben nicht? Das ist korrekt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du extra gekommen bist. Du bist doch ein Trainer, oder? Man sieht sich nur deinen Pokédex an, der ist einfach fantastisch. Sag mal, könntest du mir vielleicht eine kleine Bitte erfüllen? Kommt drauf an, aber ich sag mal ja. Ich würde so gerne mal ein Pokémon sehen, das die Attacke Raub beherrscht. Du weißt schon, Raub halt. Es wäre schön, wenn ich das heute sehen würde. Ich glaube, Raub habe ich doch als TM, oder? Ja, kann ich das dem Capuchilla. Ja, dem Picuchilla, genau. Bringe ich einfach dem anderen Picuchilla bei, was wir heute eh wegtauschen wollen. Spaßkanone kommt weg. So. Und dann zeige ich ihr das Pokémon. So, sieh an, was haben wir denn da? Dein Picuchilla hat ja Raub in seinem Repertoire. Hast du ihm das etwa extra beigebracht? Ach, das ist ja toll. Hier, ein kleines Dankeschön von mir. Nimm's ruhig, du hast es dir verdient. Eine Herzschuppe. Oh, war besser als nichts, ne? Ich frag mich, wie es wohl ist, die Attacke Raub in der Praxis einzusetzen. Du beherrschst die sicher ganz hervorragend. Ah, ich hab ja mal im Strahlende Perle, Schillernde Perle, keine Ahnung, was jetzt welche Reihenfolge war. Route 6, okay, hier wollen wir noch nicht hin, aber das hier hole ich mir schon mal. Jedenfalls im Remake von der vierten Gen, wo ich die Diamant-Edition hatte, da war der eine und einzige Ort, wo ich wirklich mal oft mit Raub hantiert habe, einfach weil ich einen Mondstein brauchte und da ein paar Pipis verprügelt habe. Das war so die einzige Situation, wo ich das gemacht habe. Na du? Der alte Mann auf Route 6 ist auf der Suche nach einem legendären Pokémon. Erst da ist deine Neugierde geweckt, dann schau doch mal bei ihm vorbei. Das hat auf jeden Fall meine Neugierde geweckt. Legendäre Pokémon sind immer schön. Menschen, die diese Welt besucht haben, lassen schon mal Items darin zurück. Die Kontaktebene ist eben wirklich was Einzigartiges. Als ich einmal jenseits der Brücke war und weder ein noch aus wusste, wer ich mich verlaufen hatte, war es ein völlig Fremder, der mir zu Hilfe kam. Einander zu helfen ist eben doch einer der Grundpfeiler menschlichen Zusammenlebens. Zu leben heißt, die Zeit, die dann gegeben ist, sinnvoll zu nutzen. Die Zeit lässt sich nämlich nicht zurückdrehen. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Ja, der eine hilft um die Anerkennung willen, der andere, weil er sich eine Belohnung erhofft. Es ist überhaupt nichts Verwerfliches dabei, deswegen zu kämpfen. Entscheidend ist, dass man hilft. Alles andere ist nebensächlich. Glaubst du, es ist möglich, dass sich alle Menschen auf der Welt verstehen und vertragen? Grundsätzlich eigentlich nicht, aber ich habe trotzdem auf Ja gedrückt. Und sie denkt das auch, aber es wird immer irgendwelche Probleme geben. Und wenn es keine Probleme geben sollte, dann plötzlich, weil der Typ seine Haare verloren hat. Und hast du nicht gesehen, also Menschen suchen sich Streit, Probleme und Diskussionen, das ist leider so. Also ich glaube, nein, es ist nicht möglich, dass sich alle Menschen auf der Welt vertragen. Es wäre schön und erstrebenswert, aber realistisch ist es nicht. So ist es wohl, aber du und dein Pokémon-Team, ihr versteht einander doch. Bitte sag, dass es so ist. Ja, ich und mein Pokémon-Team, wir verstehen uns blind. Wenn ich das nächste Mal in die Kontaktebene gehe, werde ich dafür sorgen, dass ich Transferkraft bekomme und andere damit eine Freude bereiten kann. Glück ist vergänglich, nichts wird ewig. Es lohnt sich also nicht, mit Habsucht und Raffgier durchs Leben zu gehen. Das ist auch wieder richtig. Okay, dann haben wir jetzt einiges über die Kontaktebene gelernt. Ich weiß gar nicht, ob wir uns die... Entschuldigung, ich hoffe, das war nicht allzu laut. Ich weiß gar nicht, ob wir uns die angucken müssen. Da haben wir den verliebten Mann, den Freunde Charles nennen. Ich habe die wichtigen drei Pokémon vorn, das ist sehr gut. Ich bin der verliebte Mann und Freunde nennen mich Charles. In der Hoffnung, das Interesse meiner Angebeteten zu wecken, habe ich eine neue Form des Pokémon-Kampfes erlernt. Freunde dieser Kampfform nennen sie auch den Dreierkampf. Möchtest du mehr darüber wissen? Klar, beim Dreierkampf schickt man drei seiner Pokémon gleichzeitig ins Gefecht. Die Regeln sind kinderleicht. Gewonnen hat derjenige, dem es gelingt, alle gegnerischen Pokémon kampfunfähig zu machen. Mehr steckt nicht dahinter. Tja, damit weißt du im Groben, worauf es beim Dreierkampf ankommt. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Und was sagst du? Hättest du als Trainer nicht Interesse an einem Dreierkampf? Doch, hätte ich schon, doch. Du bist vorsichtig, das ist gut, aber ich bin der verliebte Mann und Freunde nennen mich Charles. Ich kann nicht anders als Vollgas zu geben.
Na dann gib doch mal Vollgas, Charles. Oder eher verliebter Mann. Eigentlich sind wir ja nicht wirklich befreundet, Bleifuß, ne? So, dann gucken wir doch mal, was wir hier für schöne Pokémon haben. Wer gegen wen am effektivsten eingesetzt werden sollte. Okay, wir haben ein Problem. Wir haben das Problem, dass unsere Angriffe alle sinken. Und dass ich leider sehe, dass Peter hier nicht so die große Schnitte haben wird. Ich probiere trotzdem hier erstmal Kehrschelle auf Zebritz. Das wird, glaube ich, kein Problem werden. Akrobatik auf... Nein. Ich will Akrobatik auf Barschuft haben. Und hier möchte ich bitte einen Grasmixer auf Rockkaiman. Wasserdüsen, okay. Ja, dann ist das hiermit schon hinfällig. Damit wird... Ja. Schade. Damit ist Peter angeschwächt. Und wird Barschuft auf keinen Fall alleine besiegen können. Blöd gelaufen. Feuer, oder? Ja, besser als Agilität, würde ich sagen, ne? Doof gelaufen. Ja, ich hätte... Und da kommt Funkensprung und Peter ist komplett besiegt. Ätzend. Vor allem, weil Picochilla das Zebritz komplett alleine besiegen muss. Okay, wenn das weiter so funktioniert, dann ist das in Ordnung. Und was jetzt noch blöd ist, ist, dass ich irgendein anderes Pokémon einsetzen muss, was dann Erfahrungspunkte gleich kriegt. Da habe ich eigentlich auch gar keine Lust drauf, aber hey. Oh, Moment mal, Heimzahlung. Heimzahlung. Immerhin haben wir gerade einen Kumpel verloren. Du machst mal Rückenwind. Einfach so ein bisschen. So. Oder das Barschuft nimmt dich aus dem Spiel, Symbolara. Das kommt mir natürlich noch viel gelegener. Wunderbar. Das war's mit den Erfahrungspunkten für dich. Dann kriegen nur die wichtigen Pokémon Erfahrungspunkte. Und Capuchilla erreicht Level 30. Das ist doch auch wunderbar. Verfolgung? Ja, das funktioniert schon. Da mache ich mir wenig Sorgen. Frage ist nur... Ja. Sehr schön. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das sogar eine doppelte Heimzahlung war. Ich bin der verliebte Mann und Freunde nennen mich Charles. Ach, jetzt hast du es mir aber gezeigt. Ich dachte, ich könne dir was beibringen, aber das Gegenteil war der Fall. Du hast eindeutig großes Potenzial. Beim Dreierkampf kann man nur gewinnen, wenn man seine Pokémon genau versteht. Wenn du Lust auf weitere Dreierkämpfe hast, dann geh mal nach Twin Drake City. Ich mag Dreierkämpfe. Ich mag Dreierkämpfe und ich mag Dreiumkämpfe. Und diese Riesenperle, die mag ich auch. Wir haben hier tatsächlich was, aber nicht auf der Seite. So. Marktplatz von Maria. Auf der anderen Seite des Meeres leben noch jede Menge andere Menschen und Pokémon, nicht wahr? Ja, durchaus. Siege verdanke ich allein meinem Team, aber Niederlagen gehen auf mein Konto. Das ist mein Motto. Man muss bescheiden sein, wenn man am Boden bleiben will. Sag mal, hast du während deiner Laufbahn als Trainer eigentlich schon einmal gegen die Top 4 der Pokéliga gekämpft? Dass man erst gegen sie antreten kann, wenn man im Besitz aller 8 Orden ist, weißt du ja hoffentlich, oder? Ja, das weiß ich. Und dass du dich deswegen so über mich lustig machst, finde ich eigentlich echt nicht nett. Ein Mitglied von Team Plasma hat mich zu einem Kampf gezwungen. Das Resultat? Er hat gewonnen und mir all meine Pokémon weggenommen. Das ist halt echt scheiße. Böses Team Plasma. Aber wir werden Team Plasma schon noch Moris lehren. Sei mir gegrüßt, verehrter Trainer. Ich arbeite in einem Tiefkühlcontainer. Wie? Der Tiefkühlcontainer ist ganz im Süden der Stadt. Wenn du willst, verrate ich dir mal was, mein Lieber. Mach dir keine Sorgen, falls einem deiner Pokémon in einem Kampf mit einem anderen Trainer mal ein Item weggenommen wird. Das bekommst du nach dem Kampf nämlich wieder zurück. Einweg-Items sind und bleiben aber natürlich weg, nachdem man sie eingesetzt hat. Ja, irgendwie logisch, ne? Deswegen sind sie ja Einweg-Items. Na gut, was haben wir hier? Hey du, hast du ein Pokémon dabei, das du von Professor Esche bekommen hast? Dieses Pokémon kann eine besondere Attacke erlernen, egal auf welcher Entwicklungsstufe es sich befindet. Es muss dir gegenüber aber zutraulich sein, sonst klappt das nicht. Möchtest du, dass ich ihm die Kombi-Attacke beibringe? Nee, danke. In Ordnung, bis die Tage dann. Feuersäule, Wassersäule und Pflanzensäule sind die Attacken. Wassersäule, Feuersäule und Pflanzensäule. Kombiniert man diese drei Attacken im Kampf, stellt sich ein ganz spezieller Effekt ein. Habe ich noch nie gesehen. Eigentlich ist das mal was es sich lohnen würde zu googeln. Könnte ich ja mal machen und euch berichten. Hey, du hast doch einen Pokédex, nicht? Wie viele Pokémon hast du denn laut deiner Statistik bereits entdeckt? Oh,
Das sind ja mindestens 50, wenn nicht noch mehr. Na, dann hast du dir das hier redlich verdient. Dankeschön. Sehr nett von dir. Ein Pokémon, das Seegesang trägt, regeneriert im Kampf einige seiner KP, wenn es dem Gegner Schaden zufügt. Aber mal ganz davon abgesehen, du zeigst dein Pokémon doch hoffentlich regelmäßig der Professorin. Natürlich. Hey, du, ja, du, ich finde, du sollst unbedingt Pikachu gegen meinen Barschuf tauschen. Klar, dann machen wir das doch. Hier, tschüss, Pikachu. Auf die Plätze, fertig und tausch. Mach's gut, Pikachu. Viel Spaß bei Chester. Und wir kriegen damit ein Wasser-Pokémon. Und das wird auch sehr gut sein, denn wir können es gut gebrauchen. Da ist es. Der gute alte Grimli. Oder die gute alte Grimli, ich weiß es nicht. Dass du mir meinen Barschuf aber auch ja gut behandelst. Mhm. So, gucken wir doch mal. Ja, jedenfalls haben wir jetzt erstmal ein Pokémon, mit dem wir für den Fall, dass wir Surfer bekommen... So, eine Zitrobeere hat es dabei gehabt, dass wir endlich mal übers Wasser können, ne? Und ich weiß, Surfer dauert nicht mehr allzu lange, bis wir es haben. Es gibt Pokémon, die sich durch den Tausch mit jemand anders entwickeln. Ist doch Wahnsinn, oder? Warum entwickelt sich das dabei weiter? Gute Frage. Im Fernsehen kommen manchmal recht informative Sendungen über Pokémon-Attacken und Fähigkeiten. Ja, vielleicht irgendwann. Vielleicht gucken wir irgendwann mal wieder Fernsehen. Ich muss jetzt aber erstmal Peter aus seinem Schlaf zurückholen. Da habe ich gar keinen Bock drauf, dass Peter hier weiter rumpennt. War halt echt ungünstig, Peter da in dem Dreierkampf genau in der Mitte zwischen zwei sehr effektiven Pokémon zu haben. Das war halt echt unschön. Aber, tja. Das letzte Mal, dass ich das hier gespielt habe, ist so lange her, ich wusste gar nicht mehr, was Charles für Pokémon hat. Dementsprechend schwierig vorauszusehen, wer an welcher Stelle am besten aufgehoben ist. Eigentlich wäre Eisli in der Mitte am besten aufgehoben. So, wenn man logisch darüber nachdenkt, einfach nur, weil Eisli verdammt stark ist. Und auch gut was wegtanken kann. Wäre also taktisch wahrscheinlich besser gewesen. Aber ja, hat ja trotzdem alles gut geklappt. Hereinspaziert. Unsere Wache kommt ganz frisch und direkt vom Erzeuger. Eine Flasche Kumo-Milch, nur 500 Poké-Dollar. Na, wie wär's? Eine Stärkung für deine Reise? Klar, gib mir mal ein Dutzend. Ein volles Dutzend, also 12 Flaschen Kumo-Milch. Hier, bitte. Können wir immer mal so ein bisschen brauchen. Ist nicht schlecht, machen ja 100 KP wieder drauf. Lieferungen aus Maria City werden in irgendwelche anderen Städte gebracht. Es ist schon faszinierend, wie heutzutage alles miteinander verbunden ist. Ist schon klasse, wenn man allerlei Sachen importiert und auf diese Weise immer ein Sortiment haben kann. Praktischer als in dieser Stadt kann man wohl nirgends leben. Das tut mir jetzt aber leid. Da war so ein Typ namens Charles, der hat alles leer gekauft. Charles! Ja, toll, dass du hier bist. Möchtest du was Schönes haben? Klar. Dann zeig mir doch mal ein Pokémon mit Level 30 oder höher. Boah, wie heftig. Du bist mir ja vielleicht eine Marke. Hier, das für dich. Ein Expertengurt. Schön, danke. Ah, schön. Der Expertengurt ist ziemlich nützlich, oder? Ist man mit einem solchen ausgerüstet, steigt der Schaden, den sehr effektive Attacken verursachen, ein wenig. Der bloße Anblick von frischem Gemüse der Saison lässt mein Herz höher schlagen. Durch den Wechsel der Jahreszeiten bekommt das Gemüse sogar andere Farben. Okay. Diese Medizin stammt aus dem Ausland und wirkt sagbar gut. Sie schmeckt leider etwas bitter, sodass die Pokémon sich sträuben, wenn sie einnehmen sollen. Ach, das passt schon. Es gibt eine wundersame Medizin, die Pokémon wieder munter macht. Willkommen! Ja, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen Vitalkraut mitnehmen. Einfach weil ich kann. 10 Stück. So soll es sein. Und wenn ich einmal hier bin, kann ich eigentlich auch ein bisschen verkaufen. Denn wir haben ja hier, glaube ich, noch allerlei Tant und Unrat hier. X-Treffer, X-Angriff. Sternstaub hebe ich mal auf, genauso wie die Perlen. Ah, den Rest kann ich auch aufheben. So viel Tant war es dann doch nicht. Gut, danke. Denn ebenso wie die Pilze und... Ja, wir haben nur Pilze verkauft, ne? In der letzten Folge können wir eben die ganzen Steine auch gut verkaufen. Maria City, benannt nach dem großen Meer. Und ja, die ganzen Steine, Perlen, Sternstaub. In der Nähe der Tiefkühlcontainer findest du ein paar Kinder, die Pokémon fangen und trainieren. Okay, klar, damit würde ich beim Tiefkühlcontainer rechnen. Hi du. Ein Helm ist ein unabdingbares Item, um sich vor Stößen zu schützen. Kann sich ja nicht schaden, wenn du deine Pokémon auch damit ausrüstest. Beulenhelm, ziemlich cooles Item. Habe ich lange Zeit gerne benutzt. Ein Beulenhelm ist ein echt interessantes Item. Wird ein mit einem Beulenhelm ausgestattetes Pokémon von einer physischen Attacke getroffen, erhält der Angreifer ebenfalls Schaden. Und das in Abhängigkeit davon, wie viel Damage gemacht wurde.
Arbeiter teilen sich das Gewicht ihrer schweren Ladungen mit Pokémon. Ich bin nur ein Teenager, aber auch mir stehen meine Pokémon-Helfen zur Seite. Das klingt, als hättest du Praktibalk oder irgendwas anderes Kampf-Pokémon. Oh, Rollum, okay. Ich hab mich geirrt. Ich hab nichts gesagt. Los, Capuchilla. Zeig, was du kannst. Ich muss mal gucken. Hat Capuchilla eigentlich immer noch den EP-Teiler? Und ich finde es ein bisschen nervig, dass wir jetzt hier Winter haben, weil sie die ganze Zeit am Hageln ist. Aber hey. Das passt schon. Die paar Punkte, auf die können wir auch noch verzichten. Aber immer diese eine Runde, die das jetzt noch extra geht. Und jetzt kommt der Schutzschild. Mann, ey. Und Schutzschild hilft nicht gegen Umweltattacken. Auch gut zu wissen. Hatte ich nie so wirklich auf dem Schirm. Wahrscheinlich schon ab und zu mal mitbekommen, aber nie richtig beachtet. So. Das war das Rollum. Und der Erfahrung nach kommt jetzt noch ein zweites Rollum. So. Nein, Laukaps. Okay, dann kommt ein Laukaps. Ein Pokémon, was wir noch nicht kennen, was wir aber auf der nächsten Route kennenlernen werden und wahrscheinlich auch einmal fangen werden. So. So oder so, Laukaps erstmal hinfort und Capuchilla 31. Weckruf. Ja, das kann man doch durchaus theoretisch machen. Aber was? Heimzahlung will ich eigentlich nicht weggeben und Sternschauer können wir eigentlich auch... Komm, ich gebe den blöden Sternschauer weg. Auch wenn der uns jetzt schon öfter gegen Rollum geholfen hat, aber dann haben wir halt erstmal keine... Ah, du bist mit deinem Pokémon noch besser befreundet als ich. Dann haben wir halt erstmal keine Spezialattacke. Ist doof, aber nützt ja nichts. Mein Vater arbeitet in einer Arena. Ich mache hier gerade Spezialtraining. Dann viel Spaß bei dem Spezialtraining. Und ich wette, Nils, dein Vater ist 100 Pro einfach nur irgendein Typ aus der Arena, oder? Und nicht ein Arena-Leiter. Aber vielleicht erfahren wir ja nach dem Kampf gleich ein bisschen mehr. Wattzapf. Ich habe einmal einen Wattzapf trainiert und das war bei Schwert und Schild. Da hatte ich dann einen Voltula. War eigentlich ganz cool, die schöne, schnelle Spinne zu haben. Ordentlich mit Elektroball dann immer reingesemmelt. Das hat schon gut geklappt. So, und Litomit. Normalerweise hätte ich getauscht, aber wir können Weckruf. Damit machen wir wenigstens neutralen Damage. Käferbiss, ja. Stärker als ich gehofft habe. Und Weckruf war schwächer als ich gehofft habe. Mit zwei Angriffen habe ich ja schon gerechnet, aber drei Angriffe? Okay, gut, einfach nur Tarnsteine. Das ist in Ordnung. Oh, Hagel hat auch nicht geholfen. Weg mit dir, Litomit. Zumindest konnte es seine Robustheit jetzt nicht benutzen. Es tut mir leid, Vater, ich habe verloren. Ich kämpfe auch gegen meinen Vater. Wir sind etwa gleich stark. Das ist ja grausam. Also bist du wahrscheinlich nicht das Kind eines Arena-Leiters. So, erstmal einen Supertrank für Capuchilla. Und dann gucken wir mal weiter. Hi, du. Um kleinere Lieferungen kümmern sich mein Pokémon. Größere Lieferungen werden per Schiff versandt. Du kannst dir also jeweils die optimale Versandart aussuchen. Okay, hier oben gibt's nichts weiter. Moment, wir hatten hier doch noch Itemradar. Aha. Ein Hypertrank. Nehme ich, danke. So, hier unten. Erstmal, ja komm, fordern wir erstmal. Oh, du willst gar nicht. Zum Tiefkühlcontainer gelangt man durch die Lücke zwischen dem Zaun und diesem Container hier. Das wäre mir fast nicht aufgefallen. Ein AP Plus. Danke. Das nehme ich doch gerne. Hier hätten wir... Es raschelt. Ja. Es war ein Versuch wert, aber eigentlich habe ich schon damit gerechnet, dass wir da nicht hinkommen. Hallöchen, Gelatini. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ein weiteres Pokémon. Ach, Volltreffer. Gut. Vielleicht das nächste. Nehmen wir erstmal den Aether hier mit. Und dann schauen wir hier noch auf die andere Seite, was es da noch so Schönes gibt. Ein Terrybark. Das ist jetzt nichts, worauf ich mich gefreut habe, aber
Na gut, ich meine, zum Flüchten reicht's, ne? Erstmal ein bisschen bedrohen. Ja, na klar, spiel dich erstmal auf, Terribark. Mach nur. So. Ah, da war's. Ein Tauchball. Okay. Warum hier hinten ein Tauchball? Das weiß das Spiel wahrscheinlich selber nicht. Aber ein Protein nehme ich auch noch gern mit. Tachchen. Gleich bekommst du die Kälte-Detektiv-Container erst richtig zu spüren. Kälte. Dann zeig mir mal die Kälte. Sami. Hast du Vegimak? Die Kälte? Und du holst ein Pflanzen-Pokémon raus? Junge, du hast irgendwo in der Trainerschule nicht aufgepasst. Es tut mir leid, dir das mitteilen zu müssen, aber irgendwas stimmt da nicht in deinem Kopf. So. Dreimal bitte. Schade. Hätte ja klappen können. War auch zu wenig, als dass die Hagelkörner reichen werden. Doof gelaufen. So, erstmal Heimzahlung. Tschüss, Vegimak. So, haben wir sonst noch was? Ein Praktibalk. Könnte Aua machen. Wir werden sehen. Capuchilla, ich hoffe, du triffst öfter als zweimal. Ja, vielleicht war es das aber auch einfach mit dir. War nett mit dir, Capuchilla. Na gut. Peter, du darfst auch mal wieder. Bin ja gar nicht so. Gönn dir. Gönn dir den Kampf gegen das Praktibalk. Okay. Ist ja auch so kalt, mir läuft auf jeden Fall eiskalt den Rücken herunter. Nein, nein, es geht. So, ich bin hier mal ein bisschen im dunklen Gras untriebig. Ja, 26, genau. Weil hier müsste es ein bisschen stärker sein. Vielleicht können wir dann ein besseres Gelatini finden. Könnte ja sein. Ich glaube, ich mache kein Geheimnis darum, warum ich mich so darüber gefreut habe, das Gelatini zu sehen. Gelatini ist nämlich unser nächstes Teammitglied. Deswegen meine ich, es geht jetzt relativ schnell nacheinander, dass wir Teammitglied 4 und 5 kriegen. Weil 4 wurde uns auf dem Silbertablett präsentiert und haben wir besiegt. Und die 5 dauert auch nicht mehr lang. Das nur noch einmal. Ah, ich meine, wir müssen den 5. Orden haben und danach nur noch ein bisschen die nächste Route erkunden und dann war es das auch schon. Deswegen also 3, 4, 5 Folgen maximal. Eher 3 als 5. Da ist ein Gelatini. Guck mal. Und Level 25. Das lohnt sich schon. Ich weiß, eigentlich lohnt es sich mehr, Pokémon im schwachen Level zu fangen und selber zu trainieren. Aber fürs Let's Play funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Wir machen hier ja eh nicht auf Competitive oder sonstiges. Deswegen Initiative sinkt. Und du healst, ne? Ja, verdammte Kacke. So, Weißnebel. Okay, damit komme ich klar. Dann gucken wir gleich mal, was wir für einen schönen Ball für dich haben, Gelatini. Ja, heal dich ein bisschen. Mach, wenn du Spaß dran hast. Haben wir coole Bälle? Ein Wiederball haben wir. Komm, ich benutze mal den Tauchball. Der bringt uns zwar nichts, aber eventuell blau-weißes Pokémon, blau-weißer Ball. Ja, wäre ja auch zu witzig gewesen, wenn der Tauchball funktioniert hätte. Ja, heil dich ruhig, Junge. Heil dich ruhig. Was haben wir sonst noch? Ein Timerball ist eigentlich auch nicht cool. Ein Netzball, weiß nicht. Ich benutze mal den Timerball. Der hat auch einen ziemlich coolen Partikeleffekt. Ja, schön. Da haben wir Gelatini. Das nächste Teammitglied. Gelatini, Neuschnee. Ein Eiszapfen, der durch die Energie der aufgehenden Sonne zum Pokémon wurde. Nachts deckt es sich mit Schnee zu. Und ja, Gelatini bekommt einen Spitznamen. Und das wird das erste Mal, dass ich ein Gelatini trainiere. Und ich habe mir einen ganz grandiosen Spitznamen ausgedacht. Und ich weiß, ihr werdet alle eifersüchtig sein, wenn ihr den tollen Spitznamen hört. Denn sein Name ist Hagen Dash. Ich habe lange überlegt, bis ich so einen tollen Spitznamen finde. Also, ganz ehrlich, ich habe ja auch mir für die nächsten beiden Teammitglieder noch die Spitznamen schon ausgedacht.
Und meine Spitznamen hier, die reichen mal wieder von gar nicht mal so unkreativ, was beispielsweise Eisli angeht, finde ich, bis hin zu richtig beknackt. So richtig, richtig beknackt. Also so schon auf Gold Ranch Level von Pokémon Blattgrün. Es ist, also, ich weiß nicht. Ich wäre nicht gern mein Pokémon, wenn ich Spitznamen verteile, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Chance, einen richtig dämlichen Namen zu kriegen, ist da einfach viel zu hoch. So, okay, damit sind wir da erstmal soweit fertig. Auf der rechten Seite, selbstverständlich gehen wir gleich noch in die Tiefkühlcontainer rein. Wir müssen ja dann nach Team Plasma suchen, aber wir müssen A, Capuchilla, wieder ins Leben rufen und B, wollen wir natürlich Hagen Dasch mitnehmen. Ist jetzt doof, dass Hagen ein Männchen ist, aber ja, ein Weibchen ist, aber das passt schon irgendwie. So, ich packe erstmal das Symvolara weg, auch wenn es eigentlich sinnvoller wäre, Lilminip wegzupacken, aber das kann leider Zerschneider. Deswegen muss Lilminip erstmal da bleiben. Hagen Dasch ist dabei. Capuchilla kriegt den EP-Teiler entfernt. Dafür kriegt Hagen Dasch den EP-Teiler. Und Picochilla kriegt dafür den Evolit. Wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Außer ich habe einen Seidenschal. Ne, ich habe keinen Seidenschal. Ja, dann kriegt Capuchilla den Evolit. Das ist gut. Wir haben eh noch keinen Stein, um es zu entwickeln. Peter darf kein Item kriegen. Wundersaat, EP-Teiler. Wunderbar. Dann sieht das schon mal gut aus. Ich gehe noch kurz zur Schwester Joy. Und dann war es das auch heute mit dieser Folge schon. Damit haben wir Maria City erkundet und beim nächsten Mal können wir dann richtig in die Tiefkühlcontainer hinein, eventuell auch schon, also eigentlich mache ich mir da gar keine großen Gedanken. Ich glaube, wir werden es ohne Probleme schaffen, Team Plasma aufzuhalten und im Anschluss in die Arena gehen. Mal gucken, wie weit wir es da dann schaffen. So oder so, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao!